willkommen gefühlt, wurde direkt empfangen in der Rezeption. Man hat das auch schon im Vorfeld gemerkt mit der Orga und so, dass das alles passt und ja, ist mega cool, ja. Wir hatten dann abends den Begrüßungsabend, fand ich einen super Abend, auch gerade mit den Experten, die da waren, so einen Bundesliga-Trainer zu sprechen, ist jetzt auch nicht so das Normalste von der Welt, wäre ich jetzt mal. Eine super Stimmung und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Tage. Ja, ich finde, dass das ganz wichtig ist, dass man zum einen im jungen Alter schon selber sich dazu entscheidet, Jugendliche auszubilden. Und wenn das dann natürlich honoriert wird, dann gibt es natürlich noch einen besonderen Anreiz, dass sie an dem Thema dranbleiben. Ich fühle mich sehr wohl. Es ist ein schönes Hotel. Wir haben viele nette Leute. Man lernt jeden Tag jemand anderen kennen, gerade wenn man an fremden Tischen sitzt, beim Mittag- oder Abendbrot. Ja, ist immer cool. Referenten wirklich haben sehr, sehr viele Ahnung, konnten, auch wenn ich schon lange dabei bin, mir trotzdem vieles Neue zeigen und auch so Kleinigkeiten, worauf man jetzt unbedingt nicht achtet im täglichen Trainingsbetrieb. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr. Erstmal alles top organisiert. Fühlt man sich schon ein bisschen wie ein Profi, sag ich mal, von der Kreisliga hier nach Spanien an den Strand. Geiles Wetter. Ich glaube, besser geht's nicht. Tag war ein Highlight eigentlich. Also super gefallen haben mir natürlich die Praxiseinheiten, haben richtig viel Spaß gemacht. Ja, der Tag in Barcelona heute war auch super. Natürlich Camp Nou, war ich das erste Mal. Wenn die jungen Leute hören, dass sie nach Spanien fahren können, denkt man ja nicht immer daran, dass man hier auch effektiv Fußballtraining und Ausbildung betreiben kann. Aber genau das tun wir und genau das wollen die Teilnehmer auch von uns. Da einfach die verschiedenen Persönlichkeiten zu sehen, wie sie dann miteinander einfach agieren, sich kennenlernen und eben, man sagt ja auch neudeutsch gerne, die Netzwerke eben bilden und aufbauen, das ist schon was sehr Besonderes hier. Ich sehe das nicht so als meine Auszeichnung, sondern eher als Chance für uns alle, hier ganz viel rauszuziehen. Also, dass ich ganz viel lernen kann, das mit in den Verein nehme, mit in die Schulen nehme, die bei uns in der Umgebung sind und da ganz viel erreichen kann. Ich fühle mich natürlich mega geehrt persönlich, also es ist einfach Wahnsinn. Eigentlich kann ich gar nicht sagen, ein Highlight, eigentlich war jeder Tag ein Highlight.